Guten Abend, meine Leute. Willkommen zu einer weiteren Folge von Call of Duty Advanced Warfare. Ja, lang ist her, haben wir vor Weihnachten ja die Mission 11 und 12 gespielt, die ich leider nicht bei YouTube hochladen konnte, warum auch immer. Wurde mir mal ein Fehler angezeigt, beziehungsweise konnte nicht exportiert, also rübergeladen werden. Schade. Ja gut, ihr habt die ja gesehen, die Folgen. Und diese Folge werde ich dann ja rüber kopieren. Mal gucken, vielleicht mache ich ja nochmal die Folge 11 und 12 und haue sie dann nochmal zusätzlich bei YouTube rein. Das wäre kein Problem, sagen wir so. In der Hinsicht wäre es kein Problem. Ja. Oh, jetzt müssen wir auch mal was hier reinpacken. Schnell zielen. So. Ja, wie gesagt, wir spielen jetzt Call of Duty Advanced Warfare, die Mission, Moment, wo waren wir stehen geblieben? 11, 12, 13, 14. Die 13. und die 14. Mission. Wir wollen auch gar nicht lang herumquatschen. Ich sag nochmal guten Abend und frohes Neues zu den Leuten, die noch nicht hier drin waren. Und ja, ich würde mal sagen, ab dafür, ne? Auf in die nächste Mission. Ach so, falls man nicht geguckt hat, was vorher passiert ist, wir sind jetzt mit den Sentinels unterwegs. Ja, Irons hat ja so eine geheime Organisation, Manticore, wollen jetzt so toxische Biowaffen herstellen und die irgendwie einsetzen, um die USA damit irgendwie zu vergiften, damit er wieder als Held dasteht oder in irgendeiner Form so soll er sein. Und ich bin jetzt bei den Sentinels, also bei Cormac, meinen damaligen Anführer sozusagen. Und ja, Gideon ist jetzt auch dabei, Ilona sowieso. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Frohes Neues, guten Abend an demjenigen, der beigetreten ist. Los geht's! Die Welt stellt sich eine Frage. Warum der Angriff auf die Vereinigten Staaten? Seit über 100 Jahren halten die Vereinigten Staaten die Welt in einem andauernden Kriegszustand. Immer wieder haben wir die katastrophalen Resultate dieser kriegerischen, militärischen Politik gesehen. Diese Kriege führten nicht zu Konfliktlösungen oder Frieden. Sie führten lediglich zu weiteren Kriegen. Die Vereinigten Staaten gaben bisher den Ton an, weil sie am längsten Hebel saßen. Aber jetzt nicht mehr. Dies ist nicht der Beginn eines Krieges, sondern das Ende aller Kriege. Nach San Francisco stellte sich die freie Welt gegen Atlas. Irons verschanzte sich in seinem Hauptquartier in Neubagdad. Die Kommunikation brach ab. Beide Seiten wussten, was kommen würde. Wir hatten den Auftrag, mit der 37. Luftdivision beim ersten Angriff reinzufliegen. Dann sollten wir uns absetzen, das Atlas-Kommandozentrum infiltrieren und Irons ausschalten. Cormac war endlich am Ziel. Auf diesen Tag hatte er 5 Jahre gewartet. Letzte Planänderung. Sie flankieren von Osten und Norden und geben Team Blau Deckung beim Angriff aufs Ziel. Ja, Sir. Da habe ich es ja gut getroffen. Ihnen wird's nicht besser gehen als den anderen. Ich will nur nicht alle gleichzeitig riskieren. Wir haben nur eine Chance, ihn zu erwischen. Das ist genug. Ich weiß. Bleiben Sie am Leben. Sie werden gebraucht als Zeuge in Den Haag. Das lasse ich mir nicht entgehen. Gut, viel Glück. Mehr gab es nicht zu sagen. Wir wussten alle, was zu tun war. Das war der Anfang vom Ende. Für einen von uns. Neubagdad, Vollgas! Sentinel 2-1 nähert sich Panzerwagen Romeo Victor 0 mit Winkel 5. Roger, bleiben Sie bis Neubagdad im Tiefflug.
Kingpin, Ende. Sentinel Team. Wie gesagt, sag mir Bescheid, wenn ihr was im Hintergrund hört. Dann mache ich das leiser, weil ich muss ja ein bisschen, Achso, die Y-Achse umkehren. Drei Feinde voraus. 12 Uhr tief. Dann hauen wir uns mal die Köpfe ein. Wow! Ziel erledigt. Ziel erledigt. Vorsicht vor den Trümmern. Danke für das Deckungsfeuer. Hast du den Arm gerettet? Ah. Ja, das stimmt. Man sollte. Moment mal. Ach ja, für Fliegen muss ich die ja wieder umkehren. Okay. Nee. Warum war die denn deaktiviert? Auch nicht schlecht. Mehrfeindflugzeuge beim Bergkampf auf 2 Uhr. Knapp für euch. Ziel erledigt. So, jetzt aber hier. Ziel erledigt. Au! Verdammt knapp. Flak voraus. Unterbleib. Au! Pass auf die Flak auf. Phalanxdrohnen voraus. Vier Vögel kommen auf 12 Uhr angeflattert. Feuer frei. Was? Geil. Nicht über 2000. Au. Was? Och bitte. Kann man auch irgendwie eine andere Sicht? Ich glaube nicht, aber die ist auch die beste Sicht. 12 Uhr tief. Ich nehme die linke. Oh. Bleib in der Schlucht. Steinschlag voraus. Achtung, 6 Uhr, Mitchell. Ja, 6 Uhr. Wo denn? Um? Kann aber nicht weiter hoch. Stützen erfassen und Raketen abfeuern. Okay. Wow. Ja, ich bin nicht dafür. Alter, was? 12 Uhr. Vier Feindflugzeuge auf Konfrontation. Einfach mal schießen. Komm zurück, hoch auf 6 Uhr. Ziel erledigt. Nicht boosten. Rangehen und Waffen einsetzen. Arbeit. Nähern uns dem elektrischen Dampf. Den Burschen hab ich. Verzieh dich. Ziel erledigt. Danke, danke. Negativ, negativ. Wir sind in Kommando. Geschafft. 1 im Endanflug auf Neubagdad. Verstanden, 01. Die feindliche Luftabwehr beginnt in 1,5 Kilometern. Starte Abwurfsequenz. Autopilot gestartet. Okay. Erfolgreich platziert. 1200 Meter bis zum Ziel. Fahre das System herunter und wechsle auf Tarnmodus. Verstanden, 01. Ihre Staffel ist nicht mehr auf dem Radar. Das ist gut. Verbinde das Hub mit dem Kampfnetzwerk. Unser Primärziel ist die Atlas-Kommandozentrale, von wo aus Irons das Kriegsgeschehen tief im Innern lenkt. Mehrere Geschütze dienen der Stadt als Luftabwehr. Wir müssen sie loswerden, wenn wir das Kommandozentrum erreichen wollen. Distanz zum Ziel 200 Meter. Anzeigen ausschalten und auf Landung vorbereiten. Das war schon mal gut. Aber war das jetzt... Das war jetzt nicht wirklich eine Mission, oder? Ah, die geht noch weiter gut. Ich wollte gerade sagen, wäre ein bisschen kurz gewesen. Jo. Bruchland kann der Junge gut. So, ab geht's. Wir versuchen, in den Finanzdistrikt vorzudrängen. Aber Atlas-Truppen haben den gesamten Sektor abgeriegelt. Verstanden. Vielleicht schaffen wir es von oben hinter die feindlichen Linien. Da vorne ist das Zielgebäude. Davis, wir nähern uns dem Zielgebäude. Verstanden. Ich schicke euch zwei weitere Trupps. Kommando, Sentinel 2-1. Wir unterstützen die 95. beim Durchbruch durch die feindlichen Linien. Verstanden. Poseidon 1, hier Ares 2, erbitte Artillerieunterstützung. Nicht abschweifen, Mitchell! Wir müssen die Geschütze ausschalten! Ach so, oh!
Bitte bestätigen. Roger Ares, bestätigt. Artillerie geht in Position. Haltet euch Geschütze bereit. Zerstören. Ares 2er, bitte visuellen Überblick über Planung. Bestätigt. Kugeln nicht? Okay, hat mich was anderes? Oh. Die Geschütze ausschalten. Nicht beschädigen? Gibt's dann irgendwas, was man hat, um diese Sachen zu zerstören, oder? Okay, ich glaube. Das sind schon Gegner! Scheiße! Ja, wunderbar. Totale Verwirrung hier. Wo, wie, wo, was, warum? Davis, wir nähern uns dem Zielgebäude. Okay, liegt hier irgendwas? Erstmal gucken, liegt hier irgendwas, was man nehmen könnte, um die, kaputt zu kriegen? Nein, okay. Okay. Das heißt, ich muss da hinlaufen und die dann per Hand kaputt machen, oder wie? Verstehe ich das? Wahrscheinlich. Ja, die müssen wir per Hand dann ausschalten. Okay. Ah! What? Oh. Au! War das? Okay, eine Rakete. Ah, verdammt. Sind da meine? Weg, weg! Weiter, los! Wir müssen zum Zielgebäude! Davis, wir sind in Position nicht verstanden. Wir geben euch Feuer. So, da ist der Erste. Ich muss da hoch. Okay. MD-Geschütz. Ausschalten. So, Kollege, du kommst da mal raus. Geschütz erledigt. Gut gemacht, Mensch. Nehmen wir uns den Rest vor. Achtung! Zweiter Stock im Zielgebäude! Kann das sehen! Noch einer Ja, so funktioniert das Ganze doch schon ein bisschen. Ah, Raketenziel einfach. Jo, das Ding ist weg. Zack! Kaputt! Geschütz erledigt! Ich kann es sehen! Südwestecke des Zielgebäudes, erster Stock! Ohne Angriffserlaubnis ein. Da! So! Roger, ihr habt Angriffserlaubnis. Verstanden, greifen feindliche Ziele an. Was? Neu formieren? Okay. Verstanden 1, hier Ares 2, erbitte Artillerieunterstützung in Planquadrat 3, 1, 3, 4, 6, 3. Bitte bestätigen. Ah! Au. Roger Ares, bestätigt. Artillerie geht in Position. Verstanden, Poseidon. Das Ziel befindet sich westlich des Al-Sadi Financial Gebäudes. Mehrere ASTs und mindestens drei schwere Geschütze. AST! Vorwärts! Das? Oh ja. Zerstören? So. Schwere Mechs geortet. Ausschalten. Yeah. Und zack. Die Big
geil war das denn bitte? Wie geil war das denn bitte? Das war auch nicht schlecht. Oh, Moment. So. Der schießt keine Raketen mehr. Das ist Gideon. Da. Ist down. Habe verstanden. Ende. 12 Uhr. Nemesis 1. Haltet die Position und gebt uns Deckung. Der war auf jeden Fall gut jetzt. Ausschalten. Schon wieder? Ah, warte mal, ich gehe einfach von oben. Auf. Okay, da noch. Ah, wo ist noch einer? Da. Und da. So. Mehrere Feindkontakte bei dem großen Glasgebäude. Den habe ich. Ausschalten. Ach. Sie fliehen. Das Operationszentrum ist in Sicht. Sind noch irgendwelche Max am Start? Ah. Alter, die Waffe ist geil, aber ich habe nicht mehr so viel Schuss. Das ist nicht gut. Wo war denn? Zerstören! Schwere Atlas-Geschütze voraus! Geht in Deckung! Granate! Gideon, ich brauche Deckungsfeuer! Davon ist ein Waffendepot! Mitchell, du begleitest Nox. Schnappt euch die Stinger, wir geben euch Deckung. Los, los, los! Stinger? Mitchell, ich geb dir Deckung. Schnapp dir die Stinger! Alter, ich hab ja noch Muni. Wie viel hab ich denn? Mitchell, schnapp dir eine Stinger, bevor der Panzer uns platt macht! Ja, lass mich doch wenigstens mal hinkommen. Na, schnapp dir die Stinger, schnapp dir die Stinger. Alter, da wird rumgeschossen. Bevor der Panzer uns platt macht. Ich kann nicht mehr treffen hier, Alter. Mitchell, ich geb dir Deckung. Schnapp dir die Stinger. Dann gib mir Deckung. Was soll er machen, die da? Mein Gott! What the fuck? Was geht's an? Was geht da vor? Nox hat's erwischt. Ich brauche einen sofortigen Rettungstransport. Nein, das ist mein Dekor. Wir müssen sofort alle Truppen abziehen. Alter. Wieso sind wir immun? Eins wollte seine eigenen Leute schützen. Wir drei sind wohl immunisiert worden. Ja, wir haben doch die... Zurückschießen! Ja, wir haben doch die Atlas-Dingens in uns drin. Lulululu! Hi, Armageddon! Bürger von Neubagdad, haltet durch. Der Sieg ist in greifbarer Nähe. Sehen Sie sich um. Um uns herum fallen die Feinde. Einer nach dem anderen. Jeder einzelne von ihnen kann die Veränderung einläuten. Ja, es wird Verluste und
wird Rückschläge geben. Aber vertrauen Sie mir. Wir werden siegen. Die Sicherheit, nach der wir uns alle sehen und die wir alle verdienen, ist nicht weit entfernt. Doch wir können sie uns nur holen, wenn auch Sie bereit sind, dafür zu kämpfen. Kämpfen Sie. Ja, wir haben ja die Atlas, DNA in uns, was da heißt, wir sind immun gegen dieses Manticore-Gift. Oh, und das war schon die erste Mission. Mensch, hör mal, das ging aber jetzt fix, wa? So, das geht. Bin immer noch crazy. Hihi, noch mehr Energy-Drinks getrunken. Ich wurde schon gefragt, ob ich auf Speed bin. Bist du auf Speed? Nein. Ist aber gut dabei. So, Irons hat das Manticore-Virus gegen die US-Armee eingesetzt. Sie haben den Angriff dank ihrer Impfung als ehemaliger Atlas-Agent überlebt, aber ihr Team wurde gefangen genommen. Ich habe dem Tod schon oft ins Auge gesehen. Ich habe es nicht gewollt. Aber in solchen Momenten spürt man eine Ruhe, eine Klarheit, die man nie erwartet hätte. Es wird einem klar, dass die Gegenwart das Ziel eines jeden Schrittes war, den man gemacht hat. Und im selben Moment sieht man einen zweiten Weg. Das ist der, für den man sich beim ersten Schritt hätte entscheiden können. Wir sind alle zusammen auf diesem Weg. Die Guten, die für die falsche Sache kämpfen. Und die Korrupten, die sich in Rechtschaffenheit hüllen. Jeder ist überzeugt, dass er auf der Seite der Engel steht. Aber jede Reise endet irgendwann und man kann dem Tod nicht ewig entrinnen. Wir hatten all unsere Kraft gegen Atlas eingesetzt, doch sie reichte nicht aus. Und nun mussten wir zahlen. Gefangen an einem unbekannten Ort. Hi, Umbro. Servus, Umbro. Alles klar bei dir? Vorsicht. Jedes Detail könnte wichtig sein. Was ist das hier? War mal ein Forschungslabor. Wurde von 1 wohl modifiziert. Forschung für was? Irgendwas in Richtung Medizin, glaube ich. Aber egal. Jetzt ist es ein Knast. Es ist soweit. Wir überleben nur, wenn wir einen klaren Kopf behalten. Auf unsere Chance warten. Alle raus aus dem Laster! Los! So, jetzt geht's ans Eingemachte. Wir sind jetzt bei Irons wahrscheinlich oder in irgendeinem Ort. Willkommen bei Atlas! Und müssen es jetzt beenden. Käfig öffnet sich! Die beiden, der sich zählt. Los, Bewegung! Geht ihr? Käfig. Die anderen, hinter die rote Linie! Der Käfig füllt sich! Hinter die Linie! Wir gehen runter nach Null! Los in den Käfig! Wie kommst du hierher? Unsere Luftunterstützung wurde vom Manticore vernichtet. Ich war nicht im Sprengradius, aber unser Trupp war völlig unterlegen. Holt uns hier irgendjemand raus? Die ganze Stadt ist verseucht. Das heißt, wir müssen komplett zurückgezogen. Scheiße. Denke nicht, dass jemand kommt. Käfig öffnet sich! Boah. Okay, los Jungs, raus aus dem Käfig, los raus jetzt! Bewegung! Hierher! Hierher, los! Na los! Gehen wir los! Alter Schwede hier, ey. Augen geradeaus. Darf noch nicht mal zurückgucken, was willst du denn für einer, Alter? Was glotzt du so? Es kommen 4. Roger. C-Block rauf. Okay, Leute, hier entlang. Holen wir auf. Eine Reihe. C-Block wird verriegelt. Die Promillos sind hier. Geil. Und Armageddon mittendrin. Los,
weiter! Da kommt was bei C6er. Hammerhart. Was? Unautorisiertes Personal? Ja, lass mich doch in Ruhe, Alter! Käfig öffnet sich! C-Block offen! Fesseln hoch! Sicher! C-Block wird verschoben! What the fuck? Runter! Runter! Au! Damit lassen wir sie nicht durchkommen! Da kommen vier! Sicher! Nein! Mit was wurden wir jetzt gespritzt, bitte? Ach. Ich wollte den Mann treffen, der mich umbringen sollte. Ja, gib mir ein Messer, ja. Ich bring dich schnell um. Aber hätten wir sie umgebracht, hätte uns das auch nichts ausgemacht. Scheitern wird hier bei Atlas nicht akzeptiert. Daher bin ich ungehalten, dass drei meiner besten Leute so total versagt haben. Tja, aber so muss es sein. Die Spreu vom Weizen, die Starken von den Schwachen. Die alten Spartaner wussten, was Krieg bedeutet. Aber das Wissen ging verloren. 2 Jahrtausende lang. Und ihr Sohn Will, was war er? Spreu oder Weizen? Will war das Opfer der fehlgeleiteten Politik der US-Regierung. Ich schlafe nicht, ich bin nur ruhig wegen den Zwischensequenzen. Ich will mir die anhören. Ich bin auf der Gamescom dieses Jahr auch, ja klar. Sterben, woran man glaubt, macht es nicht wahr. Ich schlafe nicht. Alter! Du bist nicht jung, aber du bist stark. Ich gebe dir 20 Minuten, bis du verblutest. Bis dahin überleg dir, ob es all das wert war. Kann ich leider noch nicht. Hört man mich denn? Wenn man mich hören kann, ja, dann, sag mal was. Und du? Ja? Der verlorene Sohn kehrt zurück. Ich habe an dich geglaubt. Ich gab dir eine zweite Chance. Ich wusste gar nicht, dass das wehtut. Du bist nicht wie Will. Er hat doch eine Prothese. Er hat die auch jetzt kaputt gemacht. Erst kommt das Leiden, dann kommt die Rache. Okay. Jawohl. Sehr gut. Hau ihn weg! Jawohl. Hol ihn da raus. Danke. Kannst du gehen? Stoppt Irons. Ich kann nicht. Schluss jetzt. Wir gehen. Alle zusammen. Ich hab ihn. Okay, mir nach und leise sein. Genau, Umbro, mach mal ein bisschen Werbung. Nein, war ein Scherz. Ich glaube, du kannst sogar keine Dings hier reinsetzen, weil der Nightbot ist, glaube ich, an, oder? Ich komme! Ja, der Link ist ja für unseren Clan sozusagen. Da bin ich ja drin. Ne, muss man aber. Kann man. Muss man jetzt nicht. Kann man. Ah! Nein, echt! Oh.
Danke. Darf ich auch einen passen. Kaputt hauen? Oder ist das hier jetzt... Exo-Anzug und die Waffe. Ja, oder so. Hier. Mit nur einem. Aber Umbro, Vorsicht, ne? Ich hab einen Bot an, der kann dich kicken, wenn du zu viel Links reinpostest und Werbung machst. Weil ich habe extra einen Bot reingepackt, der Spam und Links und alles Mögliche an Werbung rausschmeißt, weil eigentlich darf man hier keine Werbung machen. Die Tür öffnen. Weil das ist ja mein Let's Play-Kanal und deswegen. Gut gemeint, Bro. Okay. Achso, ich muss da zum Computer gehen, okay. Waffen runter! Ich schieße gleich! Mitchell, da bleiben! Fallen lassen! Was ist los? Tür verriegelt. Zurück! Verdammt! Vielleicht oben rum! Wir finden einen Weg! Mitchell, mal los! Meine Waffe! Sauber! Ist da noch einer? Nee. Ach scheiße, ich kann nur eine Waffe nehmen. So wie ich Ilona kenne, sichert sie oben alles. Stimmt, mein Arm ist ja kaputt. Lassen wir sie nicht warten. Ich habe ja nur einen. Oh. Huhu, ups. Ilona kenne, sichert sie oben alles. Lassen wir sie nicht warten. Was? Keine Angaben im Forum zu meinem Spezialthema Spiel des Jahres oder Werbung alles auf Renault YouTube, genau. Genau, ja. Ich meine, YouPorn ist ja kein Geheimnis mehr, ne? Die sind ja jetzt Sponsor eines spanischen Teams. Wenn man so will. Manticore schlägt zu. Er feuert Raketen ab. Bagdad war erst der Anfang. Washington, New York, Los Angeles. Militärische Ziele im ganzen Land. Abschuss in unter 2 Stunden. Verdammter Scheiße. Ruhig bleiben, schön ruhig. Oh Mann, jetzt wird's spannend. Ich habe ein Fahrzeug zur Evakuierung. Treffpunkt nördliche Mauer. Ilona, kommen! Verdammt! Die Tür ist zu. Machst du mal... Sequenz. Ja, das stimmt. Fertig. Team YP. Finde ich auch echt extrem das geil. Das ist also eins Zukunftsvision. Was? Er ist wahnsinnig. Das geht nie ab. Durchkommen. What the fuck? Oh, guck mal, wenn ich rangehe, wird das, Ah, der nicht. Aus dem Alter, Weg. Was ist... Los. Wie krass ist das bitte, Alter? Ich sehe Aktivität. Danke für die Rettung. Ja, wunderbar. Hier laufen auch Leute, Zivilisten durch die Gegend. Das finde ich sehr gut. Aus dem Weg, los! Aktivität!
Oh Scheiße, ich muss. Ja, warte, ich muss warten, bis ich. Scheiße, ich hab keine Munition mehr. MP auf 3 Uhr. Oh! Die Zivilisten, die stören! Aus dem Weg! Los! Endlich mal ist was los hier auf dem Kanal. Halleluja! Guter Schuss! Oh. Halt durch, Mitchell! Werfe Blendgranate! Da ist einer. Halt durch, Mitchell. Ja, ich halt durch. Keine Sorge, ich mach das schon. Yo. Keine Sorge, schafft das schon. Da ist noch Waffe. Munition prüfen. MP auf 12 Uhr. Danke für die Rettung. Keine Sorge. MP. Wir müssen weiter. Auf den scheiß Boden! Langsam, wir! Runter jetzt! Oh mein Gott! Alter, was wird hier keine verschissene Bewegung. Zurück, oder ich schieße. Na los, zur Tür! Woher kommen die Manticore-Abschüsse? Woher? Atlas-Kommandozentrale. In der Stadt. Die Luke. Na los! Umbro, jedes Video, was ich hier streame, wird auf YouTube hochgeladen. Ich mach nichts mehr so auf YouTube, so dass ich ein Video mache und dann auf YouTube hochlade. Das passiert alles nur hier drüber. Jetzt war ja lange Zeit Pause. Wegen Weihnachten und Silvester. Aber jetzt kommt wieder was. Oh! Alter, wo sind wir? Im Hochofen? Nicht gut! Wir müssen raus! Das ist... Da! Definitiv. Ein Luftschacht! Unter dem Wagen! Mitchell, hilf mir! Wir müssen den Wagen anschieben! Los, schieben! Ich schiebe! Euch. Übrigens, das Finale von Metro Last Light, das ist Bewegung. Auf YouTube hochgeladen, also ihr könnt das, boah. Komm schon, Mann! Ich komme! Ihr könnt das auf YouTube jetzt gucken, Scheiße. Das Finale Mitchell. Von... Boah. Hab dich! Alte das Scheiße. Ja. Ja. Danke. Sonnenlicht. Wir sind fast draußen. Wir müssen den Manticore-Start melden. Gideon, hier ist die Lona. Ich habe ein Fahrzeug zur Evakuierung. Treffpunkt nördliche Mauer. Gut gemacht. Sind unterwegs. Schnell. Cormac geht's nicht gut. Der Heli, den nehmen wir. Wow. Danke mir später. Ja, ich danke dir später. Waffe Alter, ist die am Verziehen, die Waffe.
Dank mir später. Ah. Ah. Oh, das war knapp. Call of Duty ist hochgeladen, also da spiele ich heute wieder das erste Mal wieder dran nach der Pause. Das wird sofort hochgeladen. Seht ihr das an? Ihr müsst euch schon gedulden hier, ja? Nix geht sofort. Hier ist genug Manticore, um alle wichtigen Militärbasen der Welt zu treffen. Wir müssen Ilona und Cormac finden. Es ist genug Manticore, um die ganze Welt zu vernichten. Hallo? Gehen wir! Los! Los zum Heli! An alle Stationen, hier ist Sentinel 2-1. Hört mich jemand? Versteht mich jemand? 1-4 Kingpin, wir hören. Sagst du schon, wir hätten sie verloren. 1 plant Biowaffenangriffe auf mehrere große Basen in den nächsten 2 Stunden. Verstanden. Verfolgen ihre Position. Schicken Luftunterstützung. Kingpin, hören Sie! Dampf! Oh, Alter! Fliegen konntest du auch schon mal besser, Gideon. Hallo! Oh, Gott! Auf die Beine. Aufpassen! Ja. Sehr gut. Scheint noch zu funktionieren. Auf manuell schalten. Darf ich das Ding jetzt haben, oder was? Ja, geil! Durchbrechen. Weg frei machen. Eine geile Waffe, mein Geschmack. Was? Kein Problem. Viele
danke! Das nenn ich mal Spaß. Schwarmraketen bereit. Das Schloss knacken! Schloss knacken? Kein Problem. Mache ich hier. Er ist hinten. Ich helfe ihm. Fahr einfach. Beten wir, dass wir nicht zu spät kommen. Erfolg freigeschaltet, Spreu vom Weizen. Gefangen, mit der Hilfe von Gideon und Ilona sind sie dem Gefangenlager entkommen und nun auf dem Weg nach Neubagdad, um den Start von Manticore zu verhindern. Wie der Start von Manticore verhindert wird, erfahrt ihr in der, nichts geschrieben? Okay, erfahrt ihr in der nächsten Woche. Yeah, es wird nochmal spannend, Leute. Ich dachte schon, jetzt wird's ernst und das werden die letzten, ist die letzte Folge auch, dass wir diese Woche auch mit Call of Duty fertig werden. Okay. Lass ich euch noch ein bisschen wackeln. Wie gesagt, das Video wird auch gleich direkt auf YouTube hochgeladen, wenn es denn bereitsteht, weil ich muss auf Twitch warten, die gucken sich das Video vorher an und dann geht's ab. Wie gesagt, mehr Sachen, was nächste Woche Mittwoch passiert, was nächste Woche Mittwoch als neues Let's Play kommt, bin ich mir noch mal erlegen, werde ich aber vorher schreiben. Ihr seht es ja unten im Sendeplan. Ja, dann auf meine Facebook-Seite, facebook.com/Renault89LP und natürlich youtube.de/user/Renault89 könnt ihr die ganzen Sachen gucken. Und ich merke, ich langweile euch. Morgen, Freitag, Alien Isolation. Also, wer sich Horror gruseln möchte, geht morgen weiter mit Alien. Mal sehen, vielleicht kriegen wir das Viech denn jetzt, weil ich meine, das, oder, nee, wir haben das Viech schon, genau, wir haben das Viech schon. Aber es kommen ja neue. Bei Alien, normal. Alles klar, Sachen sind unten drin, ihr könnt mich auch unterstützen, wenn ihr wollt, unten. Wie gesagt, ihr spendet dafür auch was, also für gute Zwecke und so und dies und das. Und ja, war mir wieder eine Ehre, euch unterhalten zu haben. Fand ich auch gut, was jetzt abging. Das ging ja richtig gut, ne? Auf geht's, drei Tage wach, hallo YouTube. Ja, genau, Armageddon, trink nicht so viel Energy oder rauch nicht so viel. Auf jeden Fall, bis morgen, bis dahin, ciao, ciao. Schönen Abend noch, euer Renault 89. Ich bin raus!